gesagt habe, ja, dann besitze ich jetzt hier noch zwei Marken, Marke A und Marke B. Stellen Sie sich mal vor, ich habe jetzt hier dann im Universum alle Menschen drin, ja, okay, und da gibt es hier dann Leute, die die Marke A kennen, ja, Armani oder Adidas, die ganze Zeit mit mir Adidas schreiben, ja, okay, Adidas können sie auch machen, ja, oder gibt es jetzt hier dann eine zweite Teilmenge daraus, die die Marke B kennen, okay, und dann, meine Damen und Herren, sieht das Ganze vielleicht so aus, also ihr könnt es sich dann so vorstellen, hier ist die Menge Omega, ja, die sind alle drin, ja, das ist das Universum, ja, und da ziehe ich dann einen zufällig raus, okay, das heißt, das Zufallsexperiment sagt, ich ziehe zufällig jemanden raus und dann wäre jetzt zum Beispiel die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier jemand diese Person dann die Marke A kennt, das passen Sie auf, das funktioniert so. Stellen Sie sich mal vor, 80% kennen Armani und 90% kennen Burberry, okay? Also 80% kennen die Marke A, 90% aller Personen kennen die Marke B und dann wissen Sie zum Beispiel zusätzlich noch, dass 95% mindestens eine der beiden Marken kennen, okay? So, und ich möchte jetzt hier dann dazu ein paar Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, ja, okay? Also hier sozusagen, das, was das angeht, ja, sonst jetzt hier nochmal wissen, wie das geht. Also wir bereiten es mal vor. Zunächst mal Folgendes. Ich möchte jetzt hier von Ihnen wissen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis, dass eine zufällige Person die Marke A kennt. Na gut, meine Damen und Herren, wenn die Marke A einen Bekanntheitsgrad von 80% hat, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällige Person die Marke A kennt, meine Damen und Herren, 0,8. Das ist, glaube ich, jetzt hier dann klar, oder 80%, ja, können Sie eigentlich auch sagen, ja. Wie groß ist jetzt in dem Fall dann die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällige Person die Marke B kennt, ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällige Person die Marke B kennt, wäre jetzt der 0,9, ja, weil die Marke B jetzt ja im Bekanntheitsgrad von 90% hat, ja. Und jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt mit der 95%? Also hier weiß ich ja zum Beispiel, hier müsste jetzt hier dann irgendwie eine Wahrscheinlichkeit von einem Ereignis jetzt hier dann stehen, wo da 0,95 herauskommt, okay? Und ich möchte jetzt von Ihnen wissen, wo sind die, die mindestens eine der beiden Marken kennen? Nochmal, wo sind die, die mindestens eine der beiden Marken kennen? Weil daran scheitert schon, ja, bei den meisten Studenten, okay? Ja, also hier in dem Fall, ja, wo sind die? Also wenn Sie im Diagramm jetzt hier mal zeichnen würden, wo wären die denn? Wo wären die? Also weil das ist jetzt nämlich dann die Wahrscheinlichkeit, worauf sich das bezieht. Ich muss also das Ereignis identifizieren, ja, wo das jetzt hier dann drin liegt, ja, und das wäre jetzt hier dann nicht die Schnittmenge, meine Damen und Herren, wenn eine Schnittmenge wären nämlich die beide Marken kennen, sondern das sind die in der Vereinigung, so ist es, das heißt, die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung ist 0,95, ja, okay, weil in der Vereinigung sind die, die mindestens eine Marken kennen, entweder die Marke A nur die Marke B oder beide, ja, und die Leute, die jetzt in dem Fall da mindestens eine kennen, kennt den entweder nur A oder nur B oder beide, deswegen müssen die in der Vereinigung drin sein, das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung ist dann 95% und dann daran scheitert schon. Also jetzt, passen Sie auf, wir halten es jetzt mal im Hinterkopf, ja, okay, und dann möchte ich hier zum Beispiel wissen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällige Person beide Marken kennt. Jetzt ist die Frage, wo sind die drin, die beide Marken kennen? Die beide Marken kennen, meine Damen und Herren, sind natürlich jetzt hier in der Schnittmenge drin, okay, das heißt, das ist jetzt hier dann die Wahrscheinlichkeit, was ich jetzt hier dann ausrechnen will, okay, und dann ist die Frage, wie ich es bekommen kann. Also Sie müssen immer zwei Sachen überlegen. Erstens, von welchem Ereignis ist die Rede? Also was ist sozusagen das Ziel, ja? Und zweitens, Sie müssen dann sich dann die Frage dann überlegen als nächstes, wie kann ich das Ziel sozusagen erreichen, ja? Das heißt in dem Fall, wie kann ich dann die entsprechende Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis, von dem jetzt hier die Rede ist, ausrechnen? So, dann werfe ich einfach in den Blick rein in die Zusammenfassung, ja? Also was ich jetzt hier dann vorbereitet habe und dann ist die Frage, wo taucht jetzt hier die Wahrscheinlichkeit für die Schnittmenge auf? Die taucht jetzt hier zum Beispiel jetzt hier dann bei der Differenz auf, aber damit kann ich erstmal nichts anfangen, ja? Weil ich ja hier im Prinzip jetzt die Differenz nicht gegeben habe. Aber wenn ich jetzt ein bisschen weitergehe, stelle ich jetzt hier fest, die Wahrscheinlichkeit taucht jetzt hier in dem Fall dann im Additionssatz auf. Ja, hier ist die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge, da ist sie drin. Ich habe die Wahrscheinlichkeit für die Vereinigung gegeben, wunderbar. Ich habe die Wahrscheinlichkeit für A gegeben, Wahrscheinlichkeit für B gegeben. Dann kann ich jetzt hier daraus die Wahrscheinlichkeit hier davon ausrechnen, meine Damen und Herren. Das mache ich jetzt hier dann auch. Also das heißt, man nehme jetzt hier den Additionssatz. Ich habe jetzt immer hier unten geplottet. Ja, schreibe jetzt einfach mal ab. Ja, und dann setze ich jetzt hier den ganzen Krempel ein, was ich weiß. Ja, also ich weiß, wie groß die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung ist. Hatte ich mir vorhin überlegt. Ich weiß, wie groß die Wahrscheinlichkeit für A ist. Ich weiß, wie groß die Wahrscheinlichkeit für B ist. Und das jetzt im Endeffekt hier von der Wahrscheinlichkeit von der Schnittmenge muss ich dann, meine Damen und Herren, ausrechnen. Dann löse ich jetzt hier einfach nach der Wahrscheinlichkeit für die Schnittmenge dann auf und dann habe ich jetzt hier dann das Ergebnis, meine Damen und Herren, 0,75. Ja? Das heißt, 75% aller Personen kennen beide Marken. Könnte mich interessieren. Ja, das wäre die Interpretation davon. Okay, schreiben Sie einfach nur jetzt hier dann, die Wahrscheinlichkeit für die Schnittmenge ist dann 0,75. Das wäre ganz gut. Ja, den Weg jetzt hier dann mit den Sprüchen und so und was weiß ich jetzt hier, das brauchen Sie nicht abschreiben. Okay? So, meine Damen und Herren, es geht weiter, ja? Okay, das war jetzt nicht das Einzige. Ich könnte zum Beispiel jetzt hier dann wissen wollen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällige Person
weder die eine Marke noch die andere Marke kennt. Und dazu, um das jetzt hier vielleicht mal klar zu machen, wenn ich davon die Wahrscheinlichkeit ausrechnen muss, ja, von dem Ereignis, muss ich erstmal feststellen, von welchem Ereignis die Rede ist. Wo sind die, die weder A noch B kennen? Ja? A nicht und B nicht, meine Damen und Herren. Na, wisst ihr, A nicht und B nicht ist laut dem Morgen was, ja? A oder B nicht, ja, das heißt in dem Fall, die Schnittmenge der Komplemente ist dann nichts anderes als das Komplement der Vereinigung. Hier sind die drin, ja, ich habe das jetzt mal ausgemalt, ja, im Komplement, ja, der Vereinigung, da sind die, die weder A noch B kennen. Und dann ist die Frage, wie rechne ich dann die Wahrscheinlichkeit aus? Also hier in dem Fall die Wahrscheinlichkeit von dem Komplement der Vereinigung brauche ich ja hier. Also wie berechne ich die Wahrscheinlichkeit jetzt hier dann eines Komplements? Und da muss ich jetzt einfach mal gucken, ja, was sagt mir jetzt hier dann die Liste? Ja, sage ich, hier ist die Liste, ja. Wie berechne ich die Wahrscheinlichkeit eines Komplements? Und hier steht es oben, ganz oben, ja, mit der Gegenwahrscheinlichkeit. Deswegen habe ich das jetzt hier markiert, ja, schreibe das mal raus, ja, dann schreibe ich jetzt hier mal da drunter und dann sagen sie, oh, da steht aber die Wahrscheinlichkeit von dem A-Komplement, aber ich brauche die Wahrscheinlichkeit von dem Komplement der Vereinigung. Schauen Sie, auch nicht so schlimm, ja. Sie müssen dann einfach in der Formel die Menge A durch die Vereinigung ersetzen, ja, ganz einfach. Und dann, wenn Sie jetzt hier dann die Menge A durch die Vereinigung ersetzen in der Formel, dann bekommen Sie jetzt hier dann im Fall das Komplement der Vereinigung, also die Wahrscheinlichkeit des Komplements der Vereinigung 1 minus jetzt in dem Fall die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung ist, ja. Sie können natürlich jetzt hier in dem Fall auch schreiben P von A nicht und B nicht laut dem Morgen. Das habe ich jetzt hier sozusagen in letztem Endeffekt in Grau hingeschrieben, ja. Aber das ist das Gleiche. Da müssen Sie jetzt hier trotzdem drauf kommen, also wegen dem Morgen, ja, dass das, ja, die Wahrscheinlichkeit jetzt in dem Fall für die Schnittmenge der Komplemente nichts anderes ist, hat die Wahrscheinlichkeit für die Vereinigung, für das Komplement der Vereinigung, ja, was jetzt hier dann 1 minus die Gegenwahrscheinlichkeit jetzt in dem Fall dann ist. Und die 1 minus die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung hatten wir schon gehabt, das ist jetzt hier dann 1 minus 0,95, also in dem Fall 5%, ja, sehen Sie. Das heißt also hier, Interpretation, ja, 5% kennen weder A noch B, ja, weder A noch B, okay? So, meine Damen und Herren, weiter geht's, ja, nur A, aber nicht B. Okay, wo sind die, die nur A kennen, meine Damen und Herren? Ja? Okay, also aber Burberry hätte ich, aber nicht Burberry hätte ich jetzt eigentlich auch ausgeklammert. Ich habe es jetzt mal trotzdem geschrieben. Also wo sind die, die nur A kennen? Ja, meine Damen und Herren, die sind natürlich hier in der Differenz von A und B. Und ist die Frage, wie bekomme ich das denn? Ja, dann werfe ich einfach mal einen Blick in meine Liste, ja, und dann tauche ich jetzt hier dann irgendwie bei 3, ja, diese Formel dann halt auf, die nehme ich mir dann, ja, und dann schreibe ich jetzt sie mir so ein bisschen dann ab, ja, und dann hier sehe ich ja, was ich dann machen soll, das heißt in dem Fall die Wahrscheinlichkeit für die Differenz, ja, ist dann nichts anderes als P von A, also A nicht und B, A und B nicht, ja, das ist das Gleiche, sehen Sie ja hier, das habe ich jetzt nochmal hingeschrieben, ja, ist dann die Wahrscheinlichkeit von A minus die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge, ganz einfach, ja, dann haben wir jetzt in dem Fall dann 0,8 minus 0,75, ja, Sie machen es ja richtig im Chat, das ist gut, ja. Ja, so vielen Dank, dass Sie sich beteiligen. Ja, ich sehe das, ja. Also nicht, dass Sie dann denken, dass ich nicht darauf reagiere. Ich sehe das, ja. 0,8 minus 0,75 wäre jetzt hier dann 0,05, meine Damen und Herren, ja. Okay, also 5%, meine Damen und Herren, kennen nur A, okay. Dass das jetzt hier in dem Fall mit denen übereinstimmt, die jetzt hier dann weder A noch B kennen, das ist jetzt hier nur Zufall, ja. Also nur nicht, dass Sie dann denken, ja, dass nur wenn jetzt hier 5% weder die eine noch die andere Marke kennen, dass jetzt hier dann auch 5% jetzt hier dann nur die Marke A kennen. Ich könnte zum Beispiel auch fragen, wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier dann nur die Marke B bekannt ist, also nur B, aber A nicht, ja. Also B und A nicht, ja. B und A nicht ist natürlich jetzt in dem Fall die Differenz von B und A. Das heißt, hier von den Leuten, die jetzt hier dann die Rede ist, sind jetzt hier dann in der Differenz von B und A drin. Ja? Und dann suche ich jetzt hier dann die Wahrscheinlichkeit von B ohne A. Und wie bekomme ich jetzt die Wahrscheinlichkeit von B ohne A? Ja gut, jetzt in dem Fall mit der Wahrscheinlichkeit der Differenz, das steht ja hier. Aber ich muss jetzt hier sozusagen jetzt in dem Fall die Formel umstellen. Also dort, wo A steht, muss ich dann B schreiben. Und dort, wo B steht jetzt in der Formel, muss ich dann A schreiben. Ja, das verwirrt die Leute ein bisschen. Ja, okay, aber die Analogie ist jetzt hier dann die gleiche. Okay, also ich benutze ja diese Formel. Ja, da steht jetzt hier dann im Prinzip P von B minus P von A und B. Ja? Okay, dann fragen vielleicht mal Leute, okay, wenn ich jetzt hier dann A und B vertausche, warum steht jetzt hier nicht P von B und A? Na gut, weil P von B und A das gleiche ist wie P von A und B. Die Schnittmenge, meine Damen und Herren, ist kommutativ. A geschnitten B ist das gleiche wie B geschnitten A. Okay, so, das heißt, ich habe jetzt 0,9 minus 0,75, okay, und dann bekomme ich jetzt hier dann 15% heraus. Das heißt, 15%, meine Damen und Herren, kennen nur B. So, meine Damen und Herren, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, okay? Wo sind die, ja, jetzt pass auf, ja, die hatten ja mindestens eine Marke, jetzt, wo sind die, die höchstens eine Marke kennen? Höchstens eine. Was heißt höchstens eine? Höchstens eine heißt entweder nur eine oder nix, ja? Wo sind die, die höchstens eine Marke kennen?
höchstens eine heißt nicht mehr als eine. Ja? Also das heißt nicht zwei, meine Damen und Herren. Ne? Nicht zwei. Ja? Ne? Höchstens eine, also nicht zwei, sondern eine oder weniger. Höchstens eins, also eins oder weniger. Die sind, meine Damen und Herren, im Komplement der Schnittmenge. Ja? Okay, also alles außer der Schnittmenge, ja, sind die Leute, die höchstens eine Marke kennen. Höchstens eine. Okay, ja, okay, ja, das ist nicht so leicht, ja, aber sie sehen es ja ein, okay. Dann ist die Frage, also wie gesagt, müssen Sie sich erst überlegen, was will ich überhaupt, und dann als nächstes, das ist immer das Schwierigste, was wollen Sie überhaupt, ja, und dann als nächstes, wie kann ich das erreichen, ja, und dann muss ich jetzt wieder überlegen, wie ich die Wahrscheinlichkeit eines Kompliments ausrechnen kann. Das sagt mir jetzt wieder die erste Regel, die Wahrscheinlichkeit eines Kompliments berechne ich mit der Gegenwahrscheinlichkeit. Also hier habe ich nochmal hingeschrieben, aber da sagen die Leute, oh, Moment mal, aber da steht doch die Wahrscheinlichkeit des Kompliments von der Schnittmenge. Ja, und ist doch egal. Ersetzen Sie doch einfach jetzt dann in der Formel, meine Damen und Herren, ersetzen Sie dann einfach A durch die Schnittmenge. Und das war's. Ja? Das heißt dann, die Wahrscheinlichkeit des Kompliments der Schnittmenge ist dann 1 minus die Wahrscheinlichkeit jetzt in dem Fall von der Schnittmenge. Ja, ganz einfach. Ja? Und dann haben Sie die Wahrscheinlichkeit von der Schnittmenge bestimmt und das ist jetzt hier in dem Fall dann 0,25. Das heißt also in dem Fall, ja, glauben Sie mir, ja, das sind die schwierigsten Aufgaben. Ja, manchmal, es wird nur schwieriger, glauben Sie mir. Ja? Also vielleicht nicht mehr heute, aber 25% kennen höchstens eine Weinmarken. Ja, Sie merken ja hier, ja, Sie brauchen die Regel. Jetzt passen Sie auf. Ja? Oder genau eine Marke. Ja, jetzt frage ich Sie mal was. Wo sind die, die genau eine Marke kennen? Was heißt genau eine? Genau eine heißt eine und nur eine, ja? Okay? Ja, wie gesagt, eine und nur eine. Wo sind die drin? Die sind jetzt hier, dann passen Sie auf, in der Vereinigung der Differenzen drin. Ich kann also hier zum Beispiel das berechnen, indem ich jetzt hier dann die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung der Differenzen bestimme. Und wie bestimme ich dann die Wahrscheinlichkeit einer Vereinigung? Die Wahrscheinlichkeit einer Vereinigung der Differenz bestimme ich jetzt hier aber in dem Fall aus der Summe der Wahrscheinlichkeiten. Ich brauche jetzt hier nicht den Additionssatz. Warum? Naja, deshalb, weil die beiden Mengen, aus der die Vereinigung gebildet wird, also die beiden grünen Flächen links und rechts, disjunkt sind. Ja? Wenn Sie zu den Leuten gehören, die nur die Marke A kennen, ja, können Sie dann nicht gleichzeitig zu den Leuten gehören, die nur die Marke B kennen. Verstehen Sie? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung ist dann die Summe der Wahrscheinlichkeiten laut Axiom 3. Ja? Okay, also da ist immer die Definition drin und beide habe ich dann ausgerechnet, also kommt jetzt hier 0,2 heraus. Okay, 20%, meine Damen und Herren, kennen genau eine Marke. Jetzt passen Sie auf. Es gibt jetzt hier eine Falle, ja, auf die ich jetzt hier dann sozusagen hinweisen möchte, weil das machen fast alle falsch, fast alle. Ja? Hätte ich zum Beispiel gefragt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällige Person eine Marke kennt, dann ist es nicht das Gleiche, als wenn ich gefragt hätte, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Person genau eine Marke kennt. Hören Sie zu. Wenn Sie nämlich zwei Marken kennen, wenn Sie mal angenommen, Sie kennen beide, Armani und Burberry, wenn Sie beide kennen, kennen Sie auch eine. Ja? Das heißt, wenn ich sage, oder wenn ich gefragt hätte, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällige Person letzten Endeffekt eine Marke kennt, dann ist es das Gleiche, als wenn ich gefragt hätte, dass eine Person mindestens eine Marke kennt. Verstehen Sie? Das ist der Punkt. Hören Sie zu. Wenn Sie beispielsweise 2 Millionen auf dem Konto haben, okay, dann haben Sie auch 1 Million auf dem Konto. Verstehen Sie? Ja, können Sie nachvollziehen, ja? Wenn Sie 2 Millionen auf dem Konto haben, haben Sie auch 1 Million auf dem Konto. Oder wenn Sie beispielsweise 2 Freundinnen haben, dann haben Sie auch eine Freundin. Sie haben nicht genau eine Freundin, aber Sie haben dann eine Freundin auch, ja? Verstehen Sie? Ja? Das ist, also, darüber müssen Sie sich klar sein. Das machen fast alle falsch, ja? Das heißt, wenn ich dann frage, wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällige Person eine Marke kennt, ja? Dann müssen Sie sozusagen jetzt hier in dem Fall dann letzten Endeffekt ja hier dann sich darüber bewusst sein, dass es die gleiche ist, wenn ich dann fragen würde, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällige Person mindestens eine Marke kennt? Und das ist dann das hier. Und das ist jetzt hier dann 95%, ja? Schauen Sie, 95% kennen eine Marke, okay? Nicht genau eine Marke, das ist was anderes. Ja? Okay, 95% kennen eine. Ja? Okay. Denn wenn ich sage eine Marke, bedeutet das mindestens eine Marke. Okay, ja, alles klar. So, meine Damen und Herren, also nur, dass Sie sich darüber im Klaren sind. Ja? Okay, oder wenn Sie 2 Freunde haben, ja? Dann haben Sie auch einen Freund, ja, meine Damen und Herren. Ja? Okay, ja, also das kommt natürlich immer drauf an. Ja? Okay, so. Verstehen Sie, was ich meine? Nicht, dass Sie das falsch machen.